Gott, ich will ein Aufgebraucht-Video von Juni machen. Jetzt hast du Juli gesagt. Es ist so viel. Es ist so extrem viel. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich in dem Monat so viel leer bekomme. Aber wie man sieht, ist einiges leer worden. Und wir fangen auch gleich mal an, weil ich glaube, das sprengt sonst den Rahmen. Ich fange schon zum vierten Mal oder so an, weil ich irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten heute habe. Ich fange auch mal mit was anderem an, damit ich nicht auch mit dem selben anfange. So. Ich habe ein Duschpeeling aufgebraucht von Balea. Das war ja letztes Jahr, glaube ich, eine Limited Edition. Die Edition gibt es aber heuer wieder. Da habe ich jetzt noch eines aktuell in Verwendung, weil ich habe mir das ja nachgekauft. Das habt ihr ja in dem Beauty Hall, glaube ich, habt ihr das gesehen. Ja. Ich liebe dieses Peeling. Ich liebe es. Und ich muss noch ein paar leer machen, damit ich mir das wieder bunkern kann für nächstes Jahr. Weil den Badezusatz habe ich auch noch. Der war ja auch letztes Jahr. Und da hat mir meine Cousine damals extrem viele mitgenommen, weil sie die noch bei ihren DM hatte. Und ich mag diese Melone-Reihe. Ich mag die wirklich. Ich finde es so schade, dass das nicht mehr gibt. Weil das war wirklich gut. Das war, den Badezusatz habe ich jetzt auch noch ein paar Mal, aber wie gesagt, den gibt es gar nicht mehr, aber das Peeling ist Gott sei Dank nochmal ins Sortiment gekommen. Masken habe ich extrem viele aufgebraucht, auch wieder Ampullen. Ich habe von Cartier Verre die Enjoy Your Day aufgebraucht. Ihr habt in dem letzten Haul-Video gesehen, dass ich da sehr viele Backups mir gekauft habe. Das ist auch eine, die nicht so schäumt. Ich habe da irgendwo noch eine, genau da. Die Vitamin C, die gibt es ja leider nicht mehr. Und die schäumt extrem. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil da steht jetzt auch Vitamin C Konzentrat, was da jetzt nicht steht. Da steht jetzt nur Ampulle und ich glaube, es liegt am Konzentrat. Das fängt so richtig an, auf der Haut ein bisschen zu schäumen, was ich nicht so geil finde. Aber ja, die gibt es ja leider eh nicht mehr. Die war jetzt limitiert, die habe ich mir so oft im letzten Haul, habt ihr das gesehen, habe ich mir die ja gebunkert schon wieder. Ich bin schon gespannt, ob die Ingwer noch da ist. Ich hoffe, die ist jetzt nicht reduziert worden, die Ingwer, wo ich jetzt nicht in der Arbeit war. Weil die Ingwer habe ich gar nicht mehr zu Hause, habe ich gesehen. Und dann werde ich weinen. Dann werde ich extrem weinen. Weil die Ingwer ist, finde ich, am besten gewesen bis jetzt. Noch ein paar Masken. Ich habe die Superfruit-Maske von Schebens aufgebraucht. Ich muss sagen, ich habe noch ganz viele Schebens-Masken, aber ich kaufe mir gar keine mehr. Obwohl es gibt eine Aloe Vera, die würde mich auch interessieren, aber weil ich halt so viele andere noch habe und weil ich noch so viele damalige Limited Editions habe, kaufe ich mir keine mehr, fällt mir auf. Mir ist das erst vor kurzem aufgefallen, dass damals die Limited Editions irgendwie besser waren. Also zum Beispiel die war auch nicht so schlecht. Aber ich bilde mir ein, ich habe da beide Hälften verwenden müssen, weil nicht so viel Produkt drin war. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist schon ein Weilchen her, wie man sieht. Dann habe ich hier von Primark habe ich schon eine Maske aufgebraucht. Das war die feuchtigkeitsspendende Kokosnussmaske. Ich sage es jetzt mal auf Deutsch. So sieht die aus. Die war extrem geil. Das Geile ist an denen, die sind voll günstig, diese Teile. Und man kommt zweimal damit aus. Also ich kann die zweimal verwenden. Und das finde ich mega. Und der Duft war auch mega. Ich bin verliebt in die. Ich finde die wirklich nicht schlecht. Von den Inhaltsstoffen kann ich euch jetzt nicht so viel sagen, aber ich finde die wirklich nicht schlecht. Und es gibt sogar Banane und ich habe mir vor kurzem auch wieder welche gekauft. Also war ich schon wieder böse. Dann habe ich eine Serie von Balea aufgebraucht, der ich sehr hinterher traue, weil das war diese Honig- und Avocado-Serie und ich habe die geliebt. Da gab es eine Tuchmaske, eine Gesichtscreme, einen Reinigungsschaum. Da gab es eine komplette Serie davon. Leider nur ganz, ganz kurz, weil ich habe das geliebt. Die Maske hatte ich ja ein bisschen öfter gebunkert, glaube ich. Das war kein deutscher Satz. Die Maske hatte ich öfter, weil die habe ich mir dazwischen noch ein paar Mal gekauft. Ich glaube, jetzt habe ich aber keine Backups leider mehr, weil die war so gut. Die war so, so gut. Ich mochte die so, so gerne. Und auch die Verpackung davon war so genial und leider gibt es sie nicht mehr. Das nervt mich so. So wie der Reinigungsschaum. Den fand ich auch mega. Ich bin so lange mit dem ausgekommen. Der Duft war extrem gut. Der Duft war, boah. Ich werde das so vermissen. Und mir ist aufgefallen, morgens bei der Reinigung mag ich eher so Reinigungsschäume als Reinigungsgel. Das Problem ist, ich habe noch so viel Reinigungsgel daheim. Ich habe jetzt eins von Holika. Holika, dieses Aloe Vera Ding, was ich mal in irgendeinem Tiki Max Haul gesehen habe von mir. Das verwende ich jetzt, das schäumt mir in der Früh einfach zu viel. Ich weiß, es klingt jetzt dämlich, wenn ich euch den Schaum zeige und sage, dass ich das lieber verwende, aber dieses Holika schäumt extrem. Wenn ich das mit dem Wasser versuche runterzuwaschen, schäumt das noch mehr. Und das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Ja, deswegen gucke ich jetzt mal, welche ich als
nächstes in der Früh verwende. Jetzt habe ich noch das Holly, aber ich glaube, das werde ich in die Badewanne stellen und mir ein anderes für morgens raussuchen, weil das ist mir ein bisschen zu schäumend. Bisschen zu schäumend. Aber das war mega, gibt's aber leider nicht mehr. Meine Mundspülung habe ich auch wieder aufgebraucht. Das ist die von Terra Natura, die kennt ihr. Ich habe nur das Gefühl, ich habe da drin noch eine liegen. Und ich glaube, ich habe nämlich im Haul gesagt, dass ich mit dem ja länger auskomme. Das Gefühl habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber ich glaube, da ist irgendwo noch eine. Wir werden es ja gleich sehen. Ich bilde mir ein, da ist noch eine. Ja. Es ist so viel. Ich finde das echt erschreckend, wie viel das ist. Eine Maske habe ich noch leer gemacht von Balea. Das war die weiße Tee und Kirsche. Ich habe die geliebt. Ich habe die so geliebt. Ich finde das so schade, dass sie keine gescheiten Masken mehr rausbringen von Balea. Ich finde die Limitierten jetzt, was so in letzter Zeit waren, nicht mehr so berauschend. Ich habe auch die Maracuja nicht mehr gesehen, die, was ich da letztens in einem aufgebrauchten Video hergezeigt habe. Habe ich auch nicht mehr gesehen. Ich komme ja selten zum Dämmen, aber vor kurzem war ich jetzt öfter. Und habe die nicht gesehen, die Maracuja. Und die Kirsche weiße Tee, das war eine meiner allerliebsten Masken. Und da gab es ja noch irgendeine, was ich so gern mochte, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welche das noch war. Ganz unspektakulär, ich habe wieder die Reinigungstücher von Cadea Vera, die Ananas, aufgebraucht. Die gibt es ja leider nicht mehr, weil ich habe zum Glück noch ein paar Backups, aber ich muss mir dann überlegen, welche ich fürs Gesicht dann verwende, wenn meine Backups leer sind. Die hier kann ich nämlich nicht fürs Gesicht verwenden. Die benutze ich für meinen Schminktisch, wenn ich mich schminke und ich patze mir die Hände irgendwie voll und du das Make-up auf meiner Hand vermischen, dann nehme ich das zum Entfernen. Für das sind sie okay, aber ich würde sie mir niemals nachkaufen für mein Gesicht zum Abschminken. Die brennen bei mir extrem, besonders bei den Augen leider. Dann habe ich von Cadea Vera die Hydrogel Augenpads aufgebracht, die Golden Beauty. Die sind okay, die haben nur, also die haben so eine Seite, wo du sie auflegen musst, damit sie nicht so extrem rutschen. Wenn du sie falsch raufgibst, rutschen sie extrem. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe noch so viel von diesen Augenpad-Dingern. Ich muss unbedingt welche aufbrauchen. Unbedingt. Ich habe nämlich wirklich viele. Mein Biore Aktivkohle mit Zellenreinigungswasser ist auch leer worden. Wer mir länger schon folgt, weiß, dass ich das ja für so extreme Lippenstiftfarben zum Entfernen benutze. Weil der MAC Make-up-Entferner, was für die Lippen und für die Augen ist, der ist mir einfach zu teuer gewesen, mir den immer nachzukaufen. Deswegen habe ich einen Ersatz gesucht, habe ihn gefunden. Natürlich ging das aus dem Sortiment, was auch sonst. Und eines von meinen ganz vielen Backups habe ich jetzt leer. Ich habe keine Ahnung, wenn die ganzen leer sind, was ich dann als nächster verwende. Ich weiß es nicht. Das dürft ihr mich nicht fragen. Ich bin echt am Überlegen, was. Aber ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ja, ich mochte das extrem gern. Ich glaube, vielleicht probiere ich den Clarins Augen-Make-up-Entferner für die Lippen. Mal gucken, ob das hilft. Könnte ich mal probieren. Weil dann könnte ich die aufbrauchen und dann nehme ich nur noch den Clarins. Weil den Clarins Augen-Make-up-Entferner mag ich auch am liebsten. Einen Badezusatz habe ich leer gemacht, den Dumbo-Badezusatz. Leider gibt es die beim Action nicht mehr. Ich habe nämlich vor kurzem nachgeschaut, ob es die noch gibt, weil ich die mir nachkaufen wollte. Es gibt aber jetzt andere und die habe ich mir gekauft, aber der Dumbo war extrem gut. Ich habe ja vor kurzem den Film angeschaut. Der riecht so, so gut. Ich glaube, das riecht so nach Zitrone oder so. Das steht leider gar nicht da. Also auf Deutsch glaube ich auch gar nicht, da steht... Aber das hat so genial gerochen. Die ganze Badewanne hat danach gerochen. Boah, es riecht noch immer danach. Also, der Dumbo war von den ganzen Badezusätzen, die ich aufgebraucht habe, mein Liebling. War wirklich mein Liebling. Ich zeige euch erst einmal das hier. Weil da bin ich mir echt nicht sicher, wie ich das finden soll. Ich habe von Lavas und von der Müller Eigenmarke die After Sun Hydrogenmasken aufgebraucht. Die war fürs Dekolleté und die ist eine fürs Gesicht gewesen. Die fürs Dekolleté war sowas von schrecklich, also wirklich von ganz, ganz schlimm. Das war nur so ein kleines Dreieck, was du dir da so herlegen konntest und es ist dauernd runtergerutscht von meiner Haut. Ich hatte nämlich hier kompletten Sonnenbrand und auch hinten und am Po. Keine Ahnung, wie man das fertig bringt, aber ich bringe sowas zusammen. Und habe mir halt gedacht, ich benutze die fürs Dekolleté auch, weil ich die noch hatte. Ich würde mir die auf gar keinen Fall nachkaufen. Das Ding ist dauernd runtergefallen. Ganz, ganz schrecklich und es war halt nicht groß genug, dass es jetzt die Stelle bedeckt, wo ich jetzt mir gedacht hätte, da wäre es unbedingt notwendig gewesen. Also fand ich überhaupt nicht gut. Die fürs Gesicht hingegen fand ich nicht schlecht. Das Problem ist, du musst dann halt wirklich im Bett liegen bleiben und darfst dich nicht bewegen für, wie lange? 15 Minuten. Weil sonst fliegt dir das Ding dauernd vom Gesicht. Da verschlucke ich mich gleich. Erstickungsgefahr.
Ja, also da darfst du dich dann echt nicht bewegen, weil sonst hast du das Problem, dass das Ding dauernd von deinem Gesicht klatscht. Ich werde mir die jetzt nicht nachkaufen. Ich habe noch ganz viele andere Aftersun-Tuchmasken und sonstiges, was ich noch aufbrauchen muss. Und dann kümmere ich mich erst nächstes Jahr wieder darum. Vielleicht gibt es dann irgendwas Neues. Mal schauen. Weil die fand ich jetzt auch nicht so geil. Also, die Garnier liebe ich ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Da habe ich noch zwei Backups, weil die wurde ja leider aufgelassen. Die Garnier fand ich super. Weil bei mir ist halt das Problem, wenn ich zu lange in der Sonne bin, dann werde ich automatisch rot. Und ich bin jetzt auch wieder hier rot. Vielleicht benutze ich wieder so eine Maske, nur um diese Rötungen wieder in den Griff zu kriegen, weil da ja auch Aloe Vera drinnen ist. Aber ich weiß es nicht, was los ist in letzter Zeit mit meiner Haut. Die Sonne ist echt hartnäckig. Aber die weiß ich nicht, ob ich mir ehrlich gesagt nachkaufen würde. Ich kann es wirklich nicht sagen. Weil das Problem war halt, dass die vom Gesicht so richtig abgefallen ist und es ist mir so auf den Keks gegangen. Aber ich habe noch genug andere. Deswegen muss ich mir dabei darüber keine Gedanken Gott sei Dank machen. Noch zwei Ampullen habe ich leer gemacht. Noch eine Aftersun-Ampulle und die fand ich gut. Die fand ich richtig gut. Das ist auch von Lavazon. Da würde ich mir eher vielleicht das kaufen als die Masken. Ja, ich glaube, das würde ich eher so machen, dass ich eher mir die Masken kaufe. Nicht die Masken kaufe, sondern die Ampullen. Ich kann heute echt nicht reden. Lalalala. Da steht nämlich Anti-Hautröte drauf und angenehm kühlend. Also ich fand, das fand ich wirklich mega geil. Würde ich mir auch nachkaufen. Vielleicht als Ersatz von den Masken. Welche ich ja auch gut finde, ist die Ampulle Ingwer Shot. Die ist ja auch mega. Ist zwar auch ein Konzentrat, aber da habe ich nicht das Problem mit dem Verteilen. Ich hoffe wirklich, dass die noch gibt. Ich muss mir die unbedingt nachkaufen. Vielleicht komme ich zu einem Müller. Ich muss mir die unbedingt nachkaufen. Einen Badezusatz habe ich auch leer gemacht. Den träumschönen Badezusatz von Sauber. Ihr wisst ja, den liebe ich. Ich habe so viele Badezusätze. Ich muss unbedingt welche aufbrauchen. Aber den mag ich extrem. Den liebe ich einfach. Jetzt ist er ja blau. Damals war er, glaube ich, lila. Aber ich mag den. Ich mag eigentlich nicht so Lavendel. Bin ja eigentlich eher so Anti-Lavendel-Mensch. Aber der ist mega. Ein paar Proben habe ich leer gemacht. Vorher zeige ich euch aber noch das Yves Rocher Duschgel. Das sieht so aus. Ich bin leider mit Yves Rocher ein bisschen auf Kriegsfuß, weil die immer meine Sachen auflassen, die ich liebe. Sie haben mein Parfum auflassen, was ich extrem liebe. Da habe ich jetzt leider nur noch ein Backup von meinem... Was ist da jetzt schon wieder? Mein Computer spinnt. Da habe ich leider nur ein Backup von dem Duft erwischt. Leider. Und diese Duschgelreihe haben sie auch komplett auflassen. Da mochte ich das so gerne. Da habe ich leider, das hatte ich nur zweimal, dann haben sie es auflassen. Das Orange war mein absoluter Liebling und das Grapefruit. Von dem Grapefruit habe ich sogar jetzt einen Ersatz gefunden. Aber das war diese Sternfrucht oder so. Das war so genial. Carambola, irgendwas von Malaysia. Das war so geil. Das war so geil. Und das gibt's nicht mehr. Ich meine, ich darf mich nicht beschweren, weil ich habe sehr, sehr viele Duschgel, die es nicht mehr gibt und die man nicht mehr nachkaufen kann, aber den traue ich halt echt hinterher. Aber was will man machen? Aber meine Sammlung wird kleiner von Duschgel, da bin ich echt stolz auf mich. Da bin ich wirklich stolz auf mich. Die hat mir jemand auf Instagram empfohlen. Das sind so Eyeliner-Make-up-Tabs. Das sieht man eben ein bisschen da oben abbildet. So sieht das aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich liebe diese Teile. Ich habe sie leider jetzt nicht mehr, weil ich habe sie aufgebraucht, aber ich muss mir die nachkaufen, weil die fand ich mega. Die fand ich wirklich mega. Der Tipp war echt genial. Ich habe nämlich in einem Live-Video auf Instagram, habe ich mir Dixo raufgeklebt und dann war da ein Mega-Fan mitten im Live-Video. Daraufhin hat mir dann jemand das empfohlen und ich finde das mega genial. Kaufe ich mir auf jeden Fall nach. Dann habe ich von Elisabeth Arden die Kapseln aufgebraucht, wo ich eine Probe hatte, wo ich so extrem happy drüber war, weil ich die bei einem Douglas mal gekriegt habe. Das sind die Retinol-Kapseln gewesen und die waren super. Die waren wirklich super. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie wirklich geliebt. Die mag ich sogar ein bisschen lieber als die goldenen, weil die Textur ein bisschen angenehmer ist von denen. Also im Sommer sind die Retinol, finde ich, besser. Die darf man aber halt nur am Abend verwenden, die Retinol. Habe ich auch gemacht. Ich habe sie so quasi als Nachtpflege verwendet. Fand ich aber gut. Nur habe ich noch so viel Zeug von Aden und muss das erstmal alles aufbrauchen. Generell Proben muss ich alle aufbrauchen. Ich habe da auch das Serum leer gemacht, dieses Superstar. Das habe ich auch in Originalgröße. Zweimal sogar, glaube ich. Einmal geschenkt bekommen und einmal habe ich es von einer Schulung gekriegt. Ich liebe das. Ich liebe das und ich freue mich schon, wenn ich es bald wieder verwenden kann. Da freue ich mich wirklich drauf.
ich muss eh viel mehr Gesichtspflege wieder verwenden. In letzter Zeit bin ich so gesichtspflegefaul, besonders am Abend bin ich so extrem faul geworden. Ich muss mir das wieder ein bisschen eintrichtern, dass ich da mehr aufbrauche. Deswegen habe ich auch versucht, ein paar Proben aufzubrauchen. Aber das Superstar, da, was ich euch gezeigt habe, das ist mega. Was ich okay finde, ist die Feuchtigkeitspflege von Clinique. Jetzt ist sie ja nicht mehr 72 Stunden Feuchtigkeit, sondern sie haben sie umgestellt und sie ist jetzt 100 Stunden Feuchtigkeit. Ich glaube, das habe ich euch in irgendeinem Video schon mal erklärt. Ich finde, die Variante war okay, aber ich bin jetzt nicht so exakt der Clinique-Fan. Das wisst ihr aber, glaube ich, schon. Duftproben habe ich auch sehr viele aufgebraucht. Ich glaube, da müssen irgendwo noch welche drin rumfliegen. Da habe ich aber noch eine Creme, die ich euch noch schnell zeigen will, von Yves Rocher. Das war so eine Probe, die habe ich mal gebunkert mal. Das ist schon lang her. Habe ich fürs Dekolleté benutzt. War jetzt nichts Besonderes. Ich mag auch den Duft von der Serie nicht. Und wie wisst, ich bin auf Kriegsfuß mit Yves Rocher. Ich habe eine Duftprobe von Black Opium vom Floral Shock aufgebraucht. Den gibt es leider nicht mehr. Der sieht so aus. Der war nicht schlecht. Aber ich bin nicht mehr so der Black Opium-Fan. Ich war das früher, aber irgendwie ist das nicht mehr so mein Fall. Was ich noch leer gemacht habe, war von Tiffany & Co. den Sheer. Den finde ich auch gut. Ich mag aber den Essence, nein, Intense heißt nicht Essence. Sheer und Intense, glaube ich, gibt es und den normalen. Und den Intense mag ich von dem viel, viel lieber. So sieht er aus. Ich meine, ihr werdet es sicher kennen. Aber den Sheer, den mochte ich jetzt nicht so gern. Der Intense war der, den ich so gern mochte. Ich habe das damals verwechselt. Dann habe ich noch eine Duftprobe von Jill Sander Simply aufgebraucht und dem traue ich extrem hinterher, aber ich habe gesehen, der geht auch aus dem Sortiment. Jetzt habe ich schon wieder Schluck auf. Das ist der Jill Sander Poudre und den liebe ich. Ich habe den anderen, der was umgekehrt ist, was eine schwarze Flüssigkeit hat und oben rosa ist. Den habe ich in Original, den habe ich mir aussuchen dürfen. Aber dem traue ich echt hinterher, weil den mag ich vom Duft. Der passt einfach zu mir so gut und ich finde das echt schade, dass der aus dem Sortiment geht. Hätte ich nicht so viel, würde ich mir den auch nachkaufen. Aber ich habe noch so viel und sollte mich ernsthaft zusammenreißen. Wirklich zusammenreißen. Ich habe noch so viel, dass ich mir eigentlich gar nichts kaufen darf. Ich habe so viele Duftproben leer gemacht. Was ja nichts Negatives ist, weil ich wollte ja unbedingt ein paar Düfte aufbrauchen. Noch eine Duftprobe habe ich leer gemacht von Armani Code Kashmir. Den Duft gibt es leider auch nicht mehr. Ich glaube, aber im Internet wird man den sicher noch kriegen. Nur beim Müller gibt es den nicht mehr. Den fand ich aber gut. Den fand ich echt gut. Also er war jetzt nicht so, dass ich ihn unbedingt haben wollen würde, so wie damals mit dem Twilly, aber der war nicht schlecht. Was noch nicht schlecht war, und da haben mich sehr viele Leute angesprochen, wie ich den oben gehabt habe, das war von Elisabeth Arden, den White Tea. Ich verkaufe den auch so gerne, weil der ist wirklich nicht schlecht. Und ich habe Gott sei Dank so eine Mini-Größe gekriegt und überlege auch, ob ich die verwenden soll und nicht aufheben soll, weil was bringt mir das, wenn ich die ganzen Sachen aufhebe? Ich kann ja dann die leeren Miniaturflaschen sammeln. Ist zwar nicht dasselbe, wie wenn es noch voll sind, aber mir ist das irgendwie lieber. Nicht bei allen, aber bei manchen. Ja, so sieht er aus. Den mag ich sehr gerne. Der war wirklich gut. Ich bin angesprochen worden, wie ich aus dem Stiegenhaus rausgegangen bin. Da hat mich eine Nachbarin angesprochen. Sie hat dann gesagt, du riechst so gut, was hast du oben? Und in der Arbeit hat mich dann auch jemand angesprochen drauf. Also den behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf, weil der ist echt nicht schlecht. Noch eine Duftprobe von Armani Cedars Rose Signature. Den gibt es gar nicht mehr. Der hat so ausgesehen. Ich glaube, da habe ich noch irgendwo eine Probe davon. Ja, ich sehe sie schon. Der war mal limitiert und da gab es eine zweite Variante mit so einem rosanen Stoff drüber über die Flasche. Der hat dann so ausgeschaut. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich mochte den schon sehr gern. Ihr wisst ja, ich mit meinen sehr gern, ich könnte kotzen. Ich mochte den. Ihr wisst ja sicher, dass ich Armani C liebe. Der klassische Armani C ist mein absoluter Liebling. Ich habe den auch aufgebraucht, kann ich euch auch gleich zeigen. Der klassische Armani C ist mein absoluter Lieblingsduft. Der erinnert mich so an die Anfangszeit, wo ich beim Müller angefangen habe. Ich liebe den. Ich liebe den. Und da geht gar nichts drüber. Also das ist mein absolutes Lieblingsparfum neben Elisab und den neuen Twilly, was ich da jetzt habe. Twilly ist auch mein absoluter Liebling. Ich habe nur so viel Parfum, dass ich die anderen beiden nicht so wirklich verwenden kann. Leider, was mich eh nervt. Deswegen will ich unbedingt meine Parfümsammlung minimieren. Deswegen fällt es mir so schwer, den Poudre nicht zu kaufen, weil ich ja unbedingt meine Sammlung verkleinern will. Also das ist ein Teufelskreis. Ich muss unbedingt beim Kaufen mich zurückhalten, weil ich habe genug Sachen noch. Den gibt es ja leider nicht mehr, den kann man wahrscheinlich nur im Internet noch kaufen. Den Armani C habe ich jetzt noch einmal. Habe ich noch jetzt gerade wieder
vor kurzem rausgekramt und wieder benutzt. Weil ich den einfach liebe, den Duft. Ich finde ihn im Sommer ein bisschen heftig, aber Armani, sie ist mein absoluter Lieblingsduft. So, von Balea habe ich eine Cremeseife aufgebraucht, Himbeer Magnolie. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Am Schluss habe ich die erst eher so wahrgenommen von Duft. Ich meine, ich bin extrem lang damit ausgekommen. Ich werde sie mir sicher irgendwann wieder kaufen, aber ich mache jetzt mal eine Balea-Seifenpause. Eine Balea-Seifenpause könnte nicht schaden. Ich habe auch schon den Badezusatz von Primark aufgebraucht und ich muss sagen, ich war echt enttäuscht von den Kass. Also das war so ein Scheibenkleister. Es hat gar nichts gerochen leider, es hat auch nicht wirklich viel gebracht. Es war urschnell leer und das für 3,50 Euro war das so unnötig. Da hätte ich mir lieber die 3,50 Euro noch für einen ganz teuren Badezusatz oder eine Lush-Badebombe drauflegen können. Also da war ich extrem enttäuscht. Fand ich nicht gut, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Jesus Maria, so. Ich habe so viel Zeug leer gemacht, Wahnsinn. Ich habe ein Balea-Duschgel leer gemacht, das ist die Creme-Dusche Mango gewesen und der traue ich auch hinterher, weil die gab es nur ganz kurz, dann habe ich sie mir einmal gekauft, habe sie leer gemacht, habe mich in dieses Duschgel verliebt, dann habe ich es mir nochmal gekauft, später ging es dann aus dem Sortiment. Und das finde ich schade. Deswegen kaufe ich auch nicht mehr so viel Balea. Ich habe noch so viel Balea zu Hause, aber kaufen tue ich es mir eigentlich gar nicht mehr. Ich habe noch die Reste, was ich halt versuche aufzubrauchen, aber das Mango war eins meiner absoluten Lieblingsduschgel, damit ich es rauskriege. Auch eine Balea-Maske habe ich leer gemacht, die Peach Ice Tea, die fand ich aber nicht so gut. Die war auch limitiert, ich glaube, ich habe mir auch nicht so viele Backups davon gekauft, weil ich fand die irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht. Also ich sag ja, die Limited Editions, was sie in letzter Zeit rausbringen von Balea, von den Masken, hauen mich irgendwie nicht mehr so um wie damals. Dafür aber die Badezusätze. Das ist dieses sprudelnde Badepuder. Blossy. Nein, ich sag schon wieder Blossy. Bloomy Obsession. Warum sage ich immer Blossy? Ich bin so deppert. Kann nicht lesen. So sieht er aus. Den mag ich. Der wurde aber leider auch auflassen. Aber ich habe mir noch ein paar Backups gesichert. Habt ihr ja im letzten Haul-Video gesehen. Noch zwei Duftproben. Einmal den Guerlain. Das Eau de Toilette Bloom of Rose. Sieht so aus. Fand ich jetzt nicht so genial. Ist mir jetzt auch nicht irgendwie in der Erinnerung geblieben, dass ich ihn unbedingt haben wollen würde. Ich versuche nur meine Duftproben auch leer zu machen, wie man sieht. Das ist der Lancôme Idole und da muss ich sagen, ich bin verliebt in den Duft. Ich hätte es mir nicht gedacht, weil den halt jeder verwendet, leider. Was mir gar nicht gefällt, wenn jemand den so oft und dauernd verwendet. Ich habe ihn ja auch in Original. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich habe sogar noch ein paar Proben. Aber ich weiß nicht. Ich muss erst mal gucken, wenn ich ihn dann länger verwende, wie ich ihn an mir mag oder nicht. Also so fand ich ihn gut. Ich habe ihn ja Gott sei Dank zu Hause. Da brauche ich mir kein Drama machen mit kaufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das einer meiner Lieblinge wird. Da muss ich dann abwarten, wenn ich ihn verwende, wie sich das entwickelt. Mal schauen. Noch zwei Balea-Sachen. Ich habe noch ein Duschgel leer gemacht. Das ist meine heißgeliebte Zuckerschnute. Die habe ich auch leer gemacht in dem Monat. Ich liebe dieses Duschgel noch immer. Ich habe auch noch genug Backups. Ich habe auch den Nachfolger mir damals gekauft, wo ja dieser Riesenhype war. Aber ja. Eine Bodylotion habe ich auch noch. Die hätte ich versuchen wollen aufzubrauchen, aber ich bin so eincremevoll. Ich habe es heute wenigstens geschafft, mich einzucremen, was ja auch schon mal ein Weltwunder ist. Aber ich muss versuchen, mehr einzucremen wieder. Bin extrem voll gewesen. Aber dieses Duschgel liebe ich. Gibt es ja leider auch nicht mehr. Einen Rasierschaum habe ich auch leer gemacht, den Peachy Rose, den gibt es aktuell, glaube ich, ja nicht mehr, was mich aber nicht so stört, weil ich mochte ihn nicht. Die Verpackung ist mega schön, ein Backup habe ich jetzt leider noch, das habt ihr im Sammlungsvideo gesehen, da habe ich es auch schon erwähnt, dass ich ihn nicht so mag. Ich meine, jetzt im Sommer ist eh besser, weil ich muss mich eh täglich rasieren, deswegen kriege ich solche Dinger jetzt eh schneller leer, aber den mag ich gar nicht, ehrlich gesagt. Blumige Düfte sind nicht so mein Ding. Von Terra Naturi habe ich mein Kokospeeling, also mein Kaffee-Kokos-Body-Peeling aufgebraucht. Sieht so aus. Ich habe jetzt noch ein paar Backups. Gibt es ja leider nicht mehr, aber ich würde mir auf jeden Fall als Alternative das Asam-Peeling kaufen. Ich muss halt dann irgendwann einmal online bestellen, wo es mich jetzt schon graut. Ich finde das so geil. Ich kann es euch nicht sagen, weil innen schaut es mega eklig aus, aber es riecht so mega geil. Ich liebe es. Ich habe es auch aktuell wieder in Verwendung, weil ich ja noch genug Backups habe. Ja, die Pearl Weiß Shine On Zahncreme habe ich auch wieder leer gemacht, die Ingwer. Und ich glaube schon langsam, dass dieses extreme Zahnfleischbluten schon davon kommt. Ich bin mir nicht sicher, weil es ist ja eigentlich für den täglichen Gebrauch, was ich weiß, aber
Ich habe jetzt diese Kai-Acai-Beeren-Ding, habe ich jetzt auch noch in Verwendung. Da habe ich aber ein bisschen Pause jetzt gemacht. Ja. Da steht nämlich morgens und abends, aber ich finde, das ist für mein, vielleicht greift das Zahnfleisch dann zu sehr an, ich weiß es nicht. Aber ich mag die. Ich mag die noch immer. Ich habe sie vor kurzem beim Action gesehen, habe sie aber nicht gekauft, weil ich jetzt noch die anderen aufbrauchen will. Na, ich weiß nicht. Weil beim Müller gibt es sie ja nicht mehr, was ich weiß. Aber die Ingwer, Minz und die Ananas, das waren so meine Lieblinge. Vielleicht kaufe ich sie mir nochmal. Mal schauen. Da bin ich mir noch extrem unsicher, ob ich mir die jetzt nochmal kaufe oder nicht. Warte, Bets, die kommen ziemlich spät. Diesmal habe ich auch wieder leer gemacht. Und noch einmal die Terra Natura Mundspülung, so wie ich es euch gesagt habe. Leider habe ich sie zweimal leer gemacht, weil das finde ich echt schade, dass ich die gleich zweimal leer geschafft habe. Aber okay. Aber ich mag sie. Ich kaufe sie mir auch auf jeden Fall nach. Ja. Noch ein paar Masken und noch ein paar Proben habe ich leer gemacht. Also es ist echt heftig, was in dem Monat alles leer gegangen ist. Wirklich. Also ich bin erstaunt. Eine Givenchy Gesichtspflegeprobe habe ich leer gemacht und der Duft von der war ja mega geil. Ich glaube, ich habe die Probe von der Vivi bekommen. Die war so genial, aber ich will gar nicht wissen, wie viel die kostet. Ich weiß auch gar nicht, wo man die kriegt. Vielleicht hebe ich mir die Probe auf, aber ich glaube, da trifft mich jeder Schlag. Ich habe noch genug Gesichtspflege, ich müsste mir eigentlich eh gar nichts kaufen. Wieder diese komische Beere, die ich nicht aussprechen kann. Von Primark diese Acai-Acai-Beeren-Maske, die war auch gut. Konnte ich auch auf zweimal verwenden. Erstens, der Preis ist mega, die Verpackung ist mega und man kann die auf zweimal verwenden. Und ich finde die super. Ich bin schon gespannt, wie die Banane ist. Die muss ich aber noch benutzen. Noch einmal die Cadavera-Augenpads habe ich aufgebraucht. Die Vitamin C Energy. Die sind auch so ein bisschen runtergerutscht vom Auge. Und ich muss mehr Augenmasken machen. Generell auch Tuchmasken. Ich habe dieses Mal gar nicht so viele gemacht. Da habe ich jetzt nämlich noch eine Tuchmaske. Aber so viele habe ich gar nicht gemacht. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde die halt gut, weil sie so günstig sind. Aber ich mag diese Yuti oder wie die heißen trotzdem lieber. Obwohl die teurer sind. Aber ja. Eine Aloe Vera Kollagenmaske habe ich aufgebraucht. Die war extrem gut. Die habe ich, glaube ich, auch von der Vivi gekriegt, wenn ich mich nicht irre. Die war auch mega geil. Also die war extrem geil. Noch zwei Ampullen habe ich aufgebraucht. Einmal die Sofort-Effekt und die Hyaluron-Booster. Aber da steht jetzt nur Ampulle und kein Konzentrat drauf. Weil ich habe mir gedacht, das ist auch ein Konzentrat. Wegen dem Einarbeiten. Das ist nämlich die, mit der ich auch so Probleme habe. Die schäumt auch manchmal. Nicht immer, aber manchmal schäumt sie auf der Haut. Die Sofort-Effekt liebe ich, wenn ich ein aufwendiges Make-up mache. Die habe ich, glaube ich, verwendet, wie ich dann fortgegangen bin am nächsten, also an dem Tag. Ich liebe das, wie das Make-up dann ausschaut. Ich muss mir die unbedingt kaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal habe. Aber ich liebe die. Und die empfehle ich auch jedem, weil ich... Also die zwei sind auf jeden Fall vom Standardsortiment meine Lieblingsampullen von Cadavera. Nicht so spannend, ich habe meinen Augen-Make-up-Entferner wieder aufgebraucht. Den habe ich jetzt noch aktuell in Verwendung, werde ich aber nicht mehr nachkaufen. Das ist der von Hofer. Den kennt sie eh. Ich habe den früher ja sehr, sehr, sehr geliebt, aber ich komme mit dem halt nicht so lange aus. Ich komme auch nicht so oft zum Hofer und ich finde den von Clarins einfach im Vergleich jetzt mit dem viel, viel besser. Er ist zwar teurer, aber ich komme mit dem Clarins auch sehr lange aus. Ein Deo habe ich leer gemacht. Das ist mein absolutes Lieblingsdeo von Borotalco. Das ist mit dem, was man bei schwarzer und weißer Wäsche tragen kann. Ich liebe es. Ich habe es auch aktuell wieder drauf und seitdem habe ich meinen Schweißpegel ein bisschen im Griff bekommen, seit ich das Deo verwende. Ich habe ein Badezusatz von Oliveda aufgebraucht und ihr wisst, ich liebe Oliveda. Oliveda ist so meine heimliche Naturkosmetik-Lieblingsmarke geworden. Ich mag das Molkebad. Das ist wirklich gut. Ich habe es jetzt auch, glaube ich, aktuell noch in Verwendung. Ich benutze halt jetzt ein bisschen weniger, weil ich ja nicht so oft bade und wenn, dann benutze ich nur die Badezusätze, nur um so ein bisschen Schaum und so zu haben. Weil dieses Ding schäumt leider nicht. Hin und wieder schmeiße ich es noch dazu, weil ich eben das Gefühl habe, dass meine trockene Haut auf den Beinen, seit ich das verwende, viel, viel besser geworden ist. Viel, viel besser. Seit ich das benutze, kann ich mich echt nicht beschweren, was meine trockene Haut an den Beinen betrifft. Und ich liebe dieses Teil. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich habe von Terra Naturi mein Shampoo aufgebraucht. Ich mochte es schon, nur ich bin mir nicht sicher... Ich weiß es nicht so ganz. Im Sommer finde ich es gut, weil da wascht man ja eh öfter die Haare vom Schwitzen und so, oder wenn man schwimmen geht oder so. Aber das Problem ist, dass meine Haare in letzter Zeit so ein bisschen... Also ich habe jetzt das von Balea, das Kokos, das mag ich gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht, weil das
man sieht es eh, ich finde, das macht irgendwie nicht so wirklich viel mit meinen Haaren. Das finde ich vom Effekt her viel, viel besser. Das ist so ein Volumen-Shampoo. Das, der Duft ist auch mega. Das ist Grapefruit und Minze. Der Duft ist mega. Ich habe es mir jetzt nochmal nachgekauft. Weil ich es einfach für den Sommer super finde. Weil man im Sommer sowieso öfter die Haare wäscht. Ja? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine Dauerlösung ist. Weil am nächsten Tag schauen meine Haare so beschissen aus, dass nicht mal Trockenshampoo hilft. Vielleicht brauche ich auch einfach einen Haarschnitt, weil man sieht ja, wie viel schon kaputt ist. Ich glaube, bis dahin können meine Haare auf jeden Fall abgeschnitten, weil die schon so kaputt sind. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich muss mal gucken, wie es dann sich in der Zeit verhält, wenn ich beim Friseur war. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das wirklich gut. Weil ich finde es auch gut, dass da 200 Milliliter drin sind, dass das nicht so extrem viel ist, dass man das nicht leer machen kann. Ich habe auch was für die Nägel aufgebraucht. Ich kann ja jetzt in letzter Zeit nicht lackieren, leider, weil ich ja diese Steinchen drauf habe, was ich mega bereue, dass ich die drauf machen lassen habe. Ich habe einen Nagellackentferner aufgebraucht. Der war noch von meiner Mom. Die hatten ja von Aveo eine Zeit lang so richtig geile Sorten mit Melone und Lotus und so. Und das war einer noch davon. Die gibt es leider nicht mehr. Die sind jetzt ganz, ganz anders und ich mag die neuen nicht so gern wie die alten Varianten. Aber kann man nichts machen, wenn die das anders machen. Ja, einen Nagellack-Schnelldruck, habe ich auch aufgebraucht. Ihr wisst, den liebe ich. Den kaufe ich mir immer wieder nach. Das ist der von Essence. Habt ihr auch im letzten Haul-Video gesehen. Meinen Augenbrauenstift habe ich leer gemacht. Von Lancôme. Den mochte ich aber nicht so gern. Der ist auch der Rest komplett rausgebrochen. Den mochte ich nicht so gerne. Da mag ich den, den ich mir nachgekauft habe, den ich jetzt aktuell wieder benutze, viel, viel lieber. Den fand ich nicht so genial. Mein Augenbrauen-Gel ist auch leer worden von Miss Lean. Das hat weh dann, wie das leer worden ist, weil ich liebe das. Meines, das ich jetzt gerade benutze, ist auch schon wieder fast leer. Also es geht so schnell. Aber ja, ich habe noch ganz, ganz viele Backups, also muss ich eigentlich gar nicht jammern. Noch eine Gesichtspflege, beziehungsweise zwei Gesichtspflegen, aber ich mache, glaube ich, noch die Deko fertig, bevor ich da jetzt irgendwie durcheinander komme. Ich habe eine Mascara aufgebraucht von Lancôme, das war die Idol, da haben wir deswegen auch die Duftproben gehabt, weil das war so ein Set, was wir damals gekriegt haben. Ich, oh, oha, und der Stopper ist rausgegangen. Seht ihr das? Der Stopper ist rausgegangen. Die ging jetzt so schwer auf und jetzt hat sich der Stopper gelöst. Kriege ich das wieder hin, dass ich das... Nein, das löst sich auch gar nicht mehr. Also interessant, dass das so weit geht, dass der Stopper dann nicht mehr reingeht. Ja, ich fand sie okay, aber wie man sieht, ist sie schon total trocken und irgendwie schmierig. Ich fand sie gut. Ganz am Anfang hat sie wirklich ein schönes Ergebnis gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich sie mir nachkaufen würde. Vielleicht kaufe ich sie mir nochmal nach, aber ich bin mir nicht sicher. Die hat mich jetzt nicht so umgehaut. Da ist die ich jetzt gerade verwende, diese Monsieur Big, die da. Ich liebe die Verpackung von der. Also, die finde ich ein bisschen besser, besonders in der Kombination mit dem Maybelline-Teil. Also, die finde ich mega. Die finde ich mega. Die irgendwie, sie ist okay, aber sie haut mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker. Ja, das ist wahrscheinlich auch, weil ich das Problem hatte, weil ich ja so lange falsche Wimpern drauf hatte. Macht mich irgendwie keine Mascara glücklich. Auch die ich heute oben habe. Ich meine, die Kombi ist okay, aber mich macht das auch irgendwie nicht so ganz glücklich. Aber ich will mir keine Wimpern mehr drauf tun, weil ich habe die Schnauze dabei voll. Ich weiß nicht, wie ich die finden soll. Und jetzt gerade wegen dem Stopper finde ich das auch ein bisschen erschreckend. Aber okay. Ich habe auch mein Liquid Shadow Waterproof aufgebraucht von Catrice. Da kommt jetzt nichts mehr raus. Ich habe da versucht, alles rauszukratzen, wie es dann noch geht. Ich habe auch den Stopper raus dann, damit ich das halt auch benutzen kann. Es ist halt schon relativ trocken. Ich habe gerade die neue schon in Verwendung und ich merke da schon einen großen Unterschied. Aber ich mag das und ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Ich benutze den Painterly Paint Pot, gehe dann mit dem noch drüber und fixiere das mit dem Love Puder, was ich gerade aktuell in Verwendung habe. Und das funktioniert super. Und seitdem halt hält auch mein Augen-Make-up wieder viel, viel besser, auch im Sommer. Gesichtspflege. Habe ich die Everplump von Biotherm aufgebraucht und ich bin so traurig. Ich habe jetzt erfahren, dass die aufgelassen wurde. Mein Herz, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wieso. Ich habe vor kurzem noch mit einer Kundin drüber geredet, weil sie hat die Creme gesucht und ich habe zu ihr gesagt, leider ist sie auflassen worden und dass ich noch keine Information habe, ob sie wieder kommt oder nicht.
Aber jetzt ist es fix und sie geht aus dem Sortiment. Und ich bin mega, mega, mega traurig darüber. Auch meine geile Everplum Night, die was man als Schlafmaske verwenden kann, auch die geht raus. Ich habe sie noch beim Douglas gesehen gestern und war schon kurz davor, mir sie um 55 Euro zu kaufen. Aber ich habe es noch lassen. Jetzt überlege ich, ob ich sie mir nicht doch gönnen soll. Weil sie geht ja dann eh aus dem Sortiment. Ich könnte so heulen. Ich könnte so heulen. Und die ist auch so genial gewesen. Ihr wisst ja, dass ich die liebe. Ich finde das mega schade. Eine habe ich jetzt noch, weil da habe ich mir den Tester erschnurrt. Aber ich finde das mega schade, dass die aus dem Sortiment geht. Wirklich extrem schade. Aber was soll ich machen? Ich kann es leider nicht ändern. Ich habe sie so gut es ging immer verkauft, aber... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eine habe ich ja noch. Eigentlich darf ich gar nicht jammern. Eine habe ich ja noch. Von Elizabeth Arden habe ich mein Flawless Future Kapselserum aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich geliebt. Aber das gibt es leider auch nicht mehr. Im Internet gibt es das noch, aber ich finde das viel zu überteuert im Internet, das so zu kaufen. Ja, ich hatte noch ganz, ganz viele Proben, die habe ich ja davor leer gemacht. Und dann habe ich eben die Originalgröße jetzt verwendet, meine letzte. Und ja, es ist gut, aber es gibt es leider nicht mehr. Und ich habe eh noch so viel Gesichtspflege. Eigentlich dürfte ich gar nicht jammern, weil ich habe noch so viel Zeug, was ich eh aufbrauchen muss. Aber ich mag das halt schon sehr, sehr gerne. Und finde es halt, sorry, finde es halt sehr, sehr schade, dass das aus dem Sortiment gegangen ist. Jo, einen Duft habe ich leer gemacht und ich bin so verliebt. Ich weiß ja nicht, ob ich noch an den Lancôme-Duft erinnern könnt, den ich vor kurzem aufgebraucht habe mit diesen auffallenderen Flakon, auch selbe Flasche wie da, nur hat er halt so ein Muster auf dem Flakon. Ich werde euch den sowieso in deinem Video bald zeigen, weil ich habe mir da den Tester erschnurrt, weil ich den unbedingt probieren wollte. Ich habe ihn ja schon hin und wieder mal auf der Hand ausprobiert in der Arbeit und habe mir so gedacht, so, ja eigentlich ist er nicht schlecht. Der hat Kokos und Ylang Ylang drinnen. Und ich liebe die Kombi. Auch Iris ist drinnen, was ich weiß auswendig. Ich liebe den. Ich liebe den. Ich bin ja nicht so diejenige, die die klassischen mag. Deswegen mochte ich ja das Eau de Toilette Eclat. Ist das ja, was ich so gern mochte, was ja auflassen worden ist. Stattdem ist jetzt der hier da. Ich habe eine Spinne am Fenster. Die sonnt sich gerade den Arsch, glaube ich. Jo. Den Eclat traue ich trotzdem noch hinterher, weil der... La Vie Belle Eclat Eau de Toilette war einer meiner absoluten Lieblinge. Meiner absoluten Lieblinge. Ich habe den halt zweimal und einen habe ich auch schon leer gemacht, einen habe ich jetzt noch und ich traue mich ihn nicht mehr verwenden, seit ich weiß, dass den nicht mehr gibt. Traue ich mich ihn einfach nicht mehr verwenden. Richtig dämlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn jetzt bald aufbrauchen kann, weil das ist der Soleil Kristall, heißt der, glaube ich, wenn man den so ausspricht. Da unten steht's. So könnt ihr es, glaube ich, lesen. Und ihr seht es ja, dass der so eine changierende Glasverpackung hat. Also so eine schimmernde. Wie nennt man das nochmal? Holographisch, genau. So, ich liebe die. Ich liebe den einfach. Also ich habe mich richtig verliebt in den Duft. Ich bin ja eher so vorsichtig mit neuen Düften und denke mir immer so, na, das passt nicht zu mir. Das passt nicht zu mir. Aber der ist einer meiner neuen Lieblinge. Und ich bin trotzdem noch, wie gesagt, traurig, dass das Eau de Toilette von Eclat rausgegangen ist, aber ich finde, dass der ein würdiger Ersatz für mich zumindest ist. Der ist ein richtig genialer Ersatz. Ich muss auch gestehen, ich habe den auch bekommen in Original. Also werde ich ihn dann wahrscheinlich irgendwann einmal, wenn ich ihn leer machen will, sehen. Ja, ich bin aber richtig, richtig happy, dass ich doch noch dann einen habe von Lancôme, der was mir gefällt, von den La Vie Belle, weil ich mag halt den klassischen irgendwie nicht. Ich habe den noch daheim, aber irgendwie mag ich den nicht so gern. Ich weiß nicht wieso. Ich sollte ihn aber bald verwenden, weil ich habe so viel. Da fangen wir lieber gar nicht davon an. Ja, aber das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Absoluten neuen Lieblingen. Ja. Das war's. Ich habe zwei Düfte in dem Video leer gemacht. Ich meine, in dem Tester war nur noch ganz wenig drinnen, aber egal. Es sind zwei Düfte, die ich leer gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss sagen, ich bin ganz schön stolz auf mich, was ich alles leer gemacht habe in dem Monat. Also es ist wirklich extrem viel leer geworden. Vieles, wo ich halt hinterher traue, aber es muss leer werden. Ich kann nicht immer alles aufheben. Ich kleiner Messi. Es ist wichtiger, wenn ich die Sachen leer mache. Viel, viel wichtiger.
Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, das Video. Mir hat das richtig Spaß gemacht, die Sachen euch zu zeigen und darüber zu reden. Ich hab mir so viele Aufgebraucht-Videos heute angeschaut, dass ich unbedingt Bock hatte, auch ein Aufgebraucht-Video zu drehen. Und weil es eben so viel war, habe ich mir gedacht, passt das perfekt, und dann kann ich endlich für Juli weiter sammeln. Ein bisschen habe ich nämlich schon gesammelt. Ja, schreibt mir mal, was ihr im Juni aufgebraucht habt, wo ihr ein bisschen traurig seid. Bei mir ist es auf jeden Fall die Everplump Gesichtspflege. Ich habe jetzt geschaut, ob die Spinne noch da ist. Die Everplump Gesichtspflege ist auf jeden Fall eins, wo ich mega, mega traurig bin. Das Mango-Duschgel und das von Yves Rocher, das Duschgel. Da bin ich auch traurig. Auch mein Kapselserum von Elisabeth Arden finde ich auch traurig. Aber ich muss die Sachen aufbrauchen. Ich kann sie ja nicht ewig aufheben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich habe das schon gesagt, ich weiß nicht immer, wie ich den Schluss machen soll. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!